Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Lego Marvel Avengers Teil 2, also von der Kampagne. Wir haben es schon durchgespielt auf der 360 und auf der One. Wir sind meine schon fertig, sind bloß etwas hinterher mit den Missionen hochladen. Aber das macht ja nichts. Wir werden euch zeigen, wie jetzt erstmal ein, zwei Folgen von der normalen Kampagne, von der Story. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann in den nächsten Folgen werdet ihr sehen, die besonderen Sachen von Erfolgen, Kanisterfundorte, Steinchen, die goldenen, die roten, die ganzen Charakteren, wie, wo es weitergeht und so weiter. Das seht ihr alles hier. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, haut rein, lasst es euch gut gehen. Ciao, euer Wookie. Das ist das Problem, Sir. Wir wissen es nicht.
Was ist mit Selvig? Vor 4 Stunden hat Dr. Selvig einen Energiestoß im Tesserakt gemessen. Die NASA hat Selvig keine Testphase erlaubt. Es war kein Test. Er war nicht mal im Raum. Es war ein spontanes Ereignis. Er hat sich selbst aktiviert? Rampe, was? Wir hätten doch einfach das Hindernis entfernen können, aber was weiß ein Stufe 3-Typ wie ich schon? Was sollen wir tun? Wohl auch eine Möglichkeit, einen Strafzettel zu vermeiden. Vielleicht ein wenig übertrieben. Wie ist der Energiewert? Er steigt. Wir evakuieren, weil Selvig es nicht abschalten kann. In einer halben Stunde ist der Bereich geräumt. Sir, die Evakuierung ist wahrscheinlich sinnlos. Sollen etwa alle wieder schlafen gehen? Was kann ich Ihnen über die Joint Dark Energy Mission Facility erzählen? Naja, sie ist streng geheim, also gar nichts. Ich darf nicht erwähnen, dass wir ein Objekt von potenziell unbegrenzter Energie namens Tesseract untersuchen. Oder dass er sich aktiviert hat und wir jetzt die ganze Anlage evakuieren müssen. Das ist alles geheim. Und erst diese Phase 2-Prototypen. Wenn wir die Energie des Tesserakts nicht kontrollieren können, ist wahrscheinlich kein Sicherheitsabstand groß genug. Sorgen Sie dafür, dass die Prototypen der Phase 2 weggebracht werden. Ja, Sir. Erzählen Sie mir was, Doktor. Direktor, wenn er den Spitzenwert erreicht. Aber eben das wollen wir doch, Doktor.
Energie aus dem Weltraum nutzen. Nur kontrollieren können wir ihn nicht. Meine Berechnungen sind nicht abgeschlossen. Haben Sie gesehen, was das Ding aktiviert hat? Der Würfel ist ein Tor zur anderen Seite des Universums, richtig? Türen öffnen sich von beiden Seiten. Sir, bitte legen Sie den Speer weg. Ein glorreiches Ansinnen ist meine Bürde. Sir, die Agenten wirken nicht mehr sehr freundlich. Setzt dieser Typ gerade Gedankenkontrolle ein?